Gerd Brüning ist ein alter Bekannter bei Unser Stall soll besser werden. 2017 gewann sein Bewegungsstall den Wettbewerb. 2021 ging er mit einem Neubau ins Rennen. Einem Gebäudekomplex bestehend aus Reithalle, einem Gebäude mit Putzplätzen, Sattelkammer und Waschplatz und dem Herzstück, dem Stallgebäude mit seinen Bigboxen. Das sind 25 Quadratmeter pro Pferd, wie eine umgedrehte Paddockbox gestaltet, also komplett überdacht. Ja, die Idee dazu ist eigentlich entstanden, weil wir so ein, also wir betreiben schon einen Aktivstall und auch ganz normale Standard-Außenboxen haben wir schon lange und eigentlich ist die Idee daraus entstanden, ein Mittelding dazwischen zu bauen, zwischen Aktivstall und normaler Box. Ja, es sollte ein Stall sein, der Außenklima hat, der lichtdurchflutet ist, der aber auch arbeitswirtschaftlich für uns passt und in dem die Pferde sich wohlfühlen und etwas größeres Platzangebot haben als in einer normalen Box. Ein gut durchdachtes Konzept. Auf dem Futtertisch in der Mitte liegt Raufutter ad libitum. Fressen als Gemeinschaftserlebnis und absolut stressfrei. Sozialkontakt ist den Pferden jederzeit möglich. Und wer mal keine Lust auf seine Nachbarn hat, kann sich hinter die Sichtschutzwand zurückziehen. Bei der Einstreu setzt Heinz-Gerd Brüning auf Sand. Der ist weich, keimfrei und leicht sauber zu halten. Der Tagesablauf im Stall ist voll und ganz auf die Bedürfnisse der Pferde ausgerichtet. Also uns ist wichtig, dass die Pferde möglichst viel Bewegung haben. Gerade wenn wir zum Beispiel morgens einstreuen und misten, dass die Pferde dann nicht in den Boxen sind, sondern in der Zeit sind sie komplett auf der Weide. Das heißt, wir bringen alle Pferde morgens auf die Weide. Und erst, wenn sich der ganze Strohstaub und alles gefegt ist, alles gesetzt hat, dann kommen die Pferde von der Weide wieder rein. Und zusätzlich haben wir dann das Angebot, halt, dass wir die Pferde nachmittags nochmal rausstellen können für die Leute, die gerne den ganzen Tag auf der Weide haben wollen. Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Weder bei den Pferden noch bei den Reitern. Ja, wir haben insgesamt jetzt drei Reithallen, eine kleine Longierhalle, eine normale 2040 Reithalle, die neue Reithalle jetzt 20x65 Meter. Wir haben einen großen beleuchteten und bewässerten Außenplatz mit Longierzirkel. Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist auch ein direkt an den Hof angrenzendes, sehr weitläufiges Ausreitgelände. Das Konzept mit den Big Boxen hat Heinz-Gerd Brüning selbst ausgetüftelt. Eine direkte Vorlage gab es nicht. Ob am Ende auch alles so funktioniert wie geplant, war nicht klar. Wir konnten leider das nirgendwo angucken und mussten es selber bauen, letzten Endes auch ins Risiko gehen. Und das hat so geklappt. Und ich denke, es ist sowohl für Pferde als auch für Stallbetreiber ein toller Stall geworden.